Herzlich willkommen zu diesem Abenteuer. Und zwar geht es jetzt von München zum Lausitzring, der Rennstrecke. Denn dort bin ich morgen um 10 Uhr früh mit meinem Kumpel Felix verabredet. Was wir da genau machen, erzähle ich euch, wenn ich beim Supercharger bin. 58 Kilometer Restreichweite, damit muss ich 41 Kilometer kommen. Das wird gehen, also ohne Rasen auf jeden Fall. Der Autopilot fährt schnuckelig mit 100 km/h hier. Und vielleicht könnte ich auch schneller fahren, aber ich will einfach mal so ein bisschen, ne? Nicht, dass es hier in 20 Minuten heißt, Akku leer und ich bleib stehen. Und der Gag an diesem ganzen Trip wird erstmal sein, dass ich im Auto schlafen werde. Ah, der Wagen lädt und es war auch nicht wirklich knapp. Ich konnte auch gut mit dem Verkehr mitfließen, auch über 100 km/h. Aber es ist schon nicht so leicht für mich in München mit dem Laden. Also in Berlin kann ich jetzt zu Hause laden. In München gibt es weniger Ladestationen, öffentliche allgemein. Und da, wo ich immer bin, sowieso nicht. Ich kann bei meinen Großeltern in der Nähe laden, dann das ist gar kein Problem. Wenn ich die besuche, dann stelle ich den Wagen ab und laufe zu denen drüber, verbringe den Tag dort und alles super. Aber ja, in München nicht so easy wie in Berlin für mich. So, morgen steht Folgendes an. Felix und ich wurden von Sony PlayStation gefragt, ob wir das neue Gran Turismo Sport anzocken wollen und darüber ein Video machen. Also jetzt fahre ich mit Felix auf die Rennstrecke. Wir lernen dort erstmal so ein bisschen, wie man einen Sportwagen sportlich fährt und machen da schon ein paar coole Aufnahmen hoffentlich. Und das Ganze ist eben für Felix' Kanal. Und dann gehen wir noch an die PlayStation und spielen da das Autorennspiel eben dort weiter. Das ist die Idee und ich kann euch das jetzt eigentlich schon mal zeigen. Das ist nämlich hier hinten im Kofferraum mein Bett. Ja. Und zwar ist es in einer recht schicken Box. Diese Box, Dreamcase heißt es. Da ist eben die Matratze und auch Bettzeug drin. Und dann geht eben nachher die Rückbank umgeklappt. Ich muss den Rest irgendwie die Vordersitze verteilen, mal schauen, wie ich das im Detail dann mache und dann den Camper-Modus aktivieren und so, also einen Underground-Tesla-Modus, damit eben das Auto nicht ausgeht, wenn man hinten schläft. Aber das, ja, machen wir dann irgendwo beim nächsten Supercharger. Erstmal hier den Wagen recht voll bekommen und dann geht's weiter Richtung Norden. Okay, endlich fahren die rüber. Blockieren die linke Spur mit 90 km/h, die Polizisten. Was soll das? Lass mich doch überholen. Warum fahren die so komisch? Endlich der Stau weg. Warum bremst der? Was gibt es hier zu bremsen? Okay. Danke. Alter Schwede, wie kann man so komisch Auto fahren? Eppa. Okay, ich dachte mir nämlich, ich mache jetzt mein Bett, Schicht hier also im Kofferraum erstmal alles um. Dann kann ich das bei Tageslicht machen. Sprungseil. Und ich muss auch dringend aufs Klo und habe Hunger. Okay, das ist meine Herausforderung jetzt. Okay, Schritt 1 ist getan. Schritt Nummer 2. Einmal die Rückbank hier. Einmal etwa. Und die zweite Rückbank. So. Einmal außenrum. Und jetzt hole ich hier das Bett raus. Hier ist auch eine Decke dabei, Kissen auch, aber die habe ich hier nicht reingequetscht, die habe ich hier in die Seite gelegt. Und dann einmal die Matratze raus.
sonst ganz Geschickte ist, dass man diese Box gleich verwenden kann. Und zwar dreht man die einfach um. Okay, mit zwei Händen geht's leichter. Man dreht sie hier um. Denn wenn sie umgedreht ist, dann erhöht sie den Kofferraum und man kann gerade liegen. Okay, jetzt kommt also die Matratze da rein. Zack, Matratze ist drinnen. Richtig gut. Hier habe ich sogar noch einen Laken. Mache ich auch noch drauf. Voila! Sehen Sie hier mein rollendes Hotel. Jetzt noch die Decke, das Kissen hin. So, wird doch richtig schön einladend. Aha. Und ich mache erstes Probeliegen. Ja. So ist es. Jetzt kann ich ja während dem Supercharging auch noch ein Nickerchen machen. Aber ich bin nicht müde, ich bin hungrig. Ich bin hungrig, von daher gehe ich jetzt schnell eine Kleinigkeit essen. Ich war hier noch nie, aber es gibt einiges. McDonald's, ein Aldi, ich habe ein Subway gesehen. Hier ein Restaurant. Läuft, gute Supercharger-Location. Richtig guter Supercharger. Oh, ist da eine Spinne? Uah, Spinne! Okay, nee, nicht so schlimm. Ich will sie jetzt auch nicht irgendwie zerdetschen. Okay, vorsichtig an der Spinne. Die wohnt da drinnen. Ja, okay, na gut. Ciao, liebe Spinne. Also, richtig guter Supercharger-Stopp. Wagen ist bei über 400 Kilometer, also über 90%. Bett aufgebaut. Was bei Subway geholt, was für die Nacht gekauft. Und ein kleines Geheimnis, wusst ihr, Elon Musk hat ein neues Update gebracht. Man kann sich jetzt einfach von einem Supercharger weiter zum nächsten beamen. Und zwar in diesem Fall bei dem kurz vor Dresden bin ich jetzt. War ich auch noch nie. Ich war nie in Dresden. Ich bin jetzt hier noch ein bisschen am Supercharger für eine halbe, dreiviertel Stunde. Ich glaube, dann fahre ich noch nach Dresden rein. Einfach die Route zum Lausitzring läuft direkt an Dresden vorbei. Hier setze ich mich dann irgendwo ab zum Schlafen. Aber einfach mal kurz Dresden anschauen. Ja, warum nicht? Oh, wow, ist das ein schöner Ausblick hier in Dresden. Himmels Willen. Nice. Richtig gut, ich bin da, wo ich morgen sein muss. Jetzt stellt sich mir die Frage, wo stelle ich mich hin? Ich kann mich jetzt hier nicht einfach vor die Einfahrt stellen, dann kommen die in der Früh und hupen mich wach. Ich glaube, ich habe meinen Schlafplatz gefunden. Das ist hier so eine Tanke mit LKW-Rasthof-mäßig. Da ist eine Laterne. Ich habe mich zu der kaputten Laterne gestellt. Also ist recht dunkel, wenn ich hier die Autolichter ausmache. Ich glaube, das funktioniert. Da ist ein Feld, da ist ruhig. Ich richte mich mal ein. Ah, das Abenteuer beginnt wirklich. So. Also, folgende Herausforderung. Wenn ich jetzt einfach so schlafen gehen würde, würde sich das Auto von alleine abschalten. Deswegen gehen wir jetzt in Camper-Mode. Ich gehe auf neutral. So, damit wir nicht wegrollen, muss jetzt die E-Bremse rein. So. Fuß muss auf dem Bremspedal sein. Okay, bin ich. Feststellbremse ist an. Herrlich. Dann, ihr seht, draußen ist das Licht an. Wir gehen auf aus. Ein bisschen bleibt trotzdem an. Ist, glaube ich, irgendeine gesetzliche Bestimmung. Aber sei es drum. Und wir verriegeln das Auto. Jetzt ist alles zu. Das hier bleibt so an.
Ach, schau, jetzt wird's spannend. Mal schauen, wie viel Reichweite wir verheizen in der Nacht. 273 Kilometer um 1 Uhr. Okay, mal schauen, wie viel ich morgen früh davon übrig habe. Hier, das passt so. Ich kann jetzt nicht außen rum gehen, sonst würde ich wieder das Auto entriegeln und dann müsste ich den ganzen Spaß nochmal neu machen. Das heißt, ich mache es athletisch und krabbel hier einmal durch. Wie genial. Okay, so, jetzt bin ich schon mal hinten. Ein Licht haben wir noch. Okay. Also, die Matratze ist dabei aus Bettlaken, sowie diese Decke und diese zwei schwarzen Kissen. Und das Seitenschläferkissen, das habe ich mir mitgenommen. Genauso wie meine Kuscheldecke und ein weiteres Kuschelkissen. Aber jetzt erstmal der Check, wie viel Platz ich hier habe. 1,78 bin ich groß. Meine Füße sind jetzt hinten. So, jetzt bin ich hier. Okay, ich liege hier und bin ganz ausgestreckt. Meine Zehenspitzen berühren hier oben den Kofferraumdeckel, wenn ich will. Aber wenn ich jetzt einfach normal hier liegen würde, komplett genug Platz, also stößt nichts an. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das Display sollte ich vielleicht von der Helligkeit auch noch runterriegeln. Dann blendet das nicht. Aber also ich bin echt erstmal guter Dinge. Hier nach oben raus. Oh, ich sehe sogar den Mond. Wie cool. Der Mond scheint, Sterne sehe ich nicht. Aber doch, also ich habe schon unkomfortablere Hotels erlebt, würde ich sagen. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Es ist 7 Uhr früh. Ich habe noch so 2,5 Stunden, die ich verdösen darf, was ich auch gleich tun werde. Aber ich tue jetzt was, was ich hätte längst tun sollen. Und zwar die Autobahn ist halt direkt da und es ist doch deutlich lauter, als ich dachte. Ich habe halt abends noch Musik gehört und habe es nicht gecheckt. Und dann war ich die ganze Zeit zu müde und zu unmotiviert, mich umzustellen. Aber ich gönne mir noch die andere Seite vom Rasthof hier, die sicher ruhiger ist. Schönen guten Morgen. Oh mein Gott, es war die beste Entscheidung, sich umzustellen. Ich habe die letzten 2 Stunden so himmlisch gut geschlafen. Und 195 Kilometer Reichweite drauf heißt 80 Kilometer Reichweite in etwa verbraucht fürs Heizen in 8 Stunden. 10 Kilometer Reichweite die Stunde kostet es also, im Tesla zu schlafen, weil diese Außentemperatur, wenn es noch kälter wäre, ist wahrscheinlich noch mehr. Wenn es wärmer wäre, weniger. Also man hat hier so viel Platz. Ne? Also Platz ist gar kein Problem. Ich könnte hier zu zweit schlafen. Also ich geklont könnte hier auch nochmal schlafen. Die Matratze ist recht hart. Natürlich persönliche Geschmackssache. Ob man, da kommt der Felix. Ja, okay. Danke, du Assi. Ey, ich mache hier Elektroauto-Video, du Assi. Ey. Ja, geil. Ich bin gerade aufgewacht. Ich mache mein Fazit, wie es ist, im Auto zu schlafen. Hast du schon im Auto geschlafen? Ja, sehr oft. Sehr oft, ja? Ja. Aber da muss ja warm gewesen sein, oder? Hast du nur einen Verbrenner? Ah, dann konntest du nicht heizen. Ja, aber ist es so warm, wenn du eine Bette kriegst? Okay. Zählt. Also ich bin verfroren. Ich habe noch nie im Auto geschlafen. Ich habe noch nie gecampt. Ich bin eine Vorspoiler. Ich schlafe manchmal mit Socken, ne? Also die Matratze ist relativ hart, ist persönliche Geschmackssache. Und ja, die Autobahn, man sollte hier neben der Autobahn stehen. Das ist so mein Fazit. Sieht aber gemütlich aus bei dir. Komm rein, Schatz. Das war wirklich cool, Felix. Und ich konnte den Mond hier oben sehen. Ach was. Ach, wie geil. Komm mal rein, komm mal rein. Okay, okay, machen wir den Check. Okay. Hier. Ja, mach einfach auf. Muss ich hier irgendwie drauf oder so? Nee, du musst jetzt. Dann zieh okay. Deine Schuhe mal aus, ne? Ich zieh deine Schuhe gerne aus. Ich kann sie auch gerne anlassen. Wie groß bist du? 1,90 Meter. Zentimeter. Oh, okay. Oh, also relativ. Schon mal 12 Zentimeter größer als ich. Alter. Warte, gönn den Kissen. Ohne Spaß. Gönn den Kissen. Hier ist viel mehr Platz, als ich dachte, ne? Ja, also für mich, ja, ich kann mich ganz ausstrecken. Ich dachte so, du kannst eigentlich so pennen, eigentlich nur so richtig in einem Kombi oder sowas. Also ich penne immer in meinem Kombi, wenn ich in einem Auto penne. Ja. Aber hier, das geht ja vollkommen klar. Ja, aber ist ja auch so, ohne Scheiß. Krass, das geht ja. Wow. Roadtrip hier und pennen im Auto würde ich durchziehen mit 1,90. So, aber ich bin da auch schmerzfrei.
Schau, wir könnten jetzt zusammen schlafen. Oh. Hey, perfektes Timing. Ich bin gerade aufgewacht. Wir haben noch 8 Minuten Zeit. Wir müssen jetzt rüber. Ich habe richtig Bock jetzt hier rumzuheizen. Du hast einen Mustang ausgeliehen bekommen. Ja. Pause hier ist gleich vorbei. Das Event ist so cool. Wir lernen einiges. Es macht Spaß. Klickt euch auf jeden Fall in Felix Video rein. Da redet er schon weiter, der Chef. Ist in der Beschreibungsbox verlinkt. Ich verlinke euch auch das Dream Case. Also ich finde es einfach super. Vor allem dieser Formfaktor, dass es einfach in 2-3 Minuten auseinandergeklappt hast und dann wieder zusammenrollen kannst sozusagen und dann kompakt im Kofferraum mitführen kannst. Bin happy, dass ich das hab und werde sicher noch öfter im Auto schlafen. Und dann schauen, dass ich an einem ruhigeren Ort bin. Und ich glaube, je öfter man im Auto steht, desto wohler fühlt man sich allgemein im Auto. Für mich war es echt einfach neu, so, okay, ich bin hier auf dem Parkplatz, so, und schlaf hier, strange, aber eigentlich schon eine feine Sache. Und deswegen sind Elektroautos auch toll. Selbst ein Frostbeutel wie ich kann bei den Temperaturen im Auto schlafen. Wichtig ist natürlich, dass man die Dinger laden kann. Deswegen bin ich auch happy, dass die mich hier in der Mittagspause einfach mal umsonst laden lassen. Zum Beispiel, ich war bei 3 Superchargern gestern. Den ersten hätte ich nicht gebraucht, wenn ich in München hätte laden können. Den mittleren hätte ich gebraucht und den dritten hätte ich auch nicht gebraucht, wenn ich am Zielort laden hätte können. Also von den 3 Superchargern wäre eigentlich nur einer nötig, wenn ich einfach flächendeckend in Deutschland eine sehr gute Ladeinfrastruktur hätte, was es leider noch nicht ganz gibt, aber hoffentlich kommt da in Zukunft noch mehr. Okay, ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Mach's gut, ciao.